Ein herzliches Willkommen aus dem Wuppertal-Institut. Ich möchte Ihnen jetzt einen kleinen Einblick geben in Literatur zum Thema Transition und Transition Management, um Lust zu machen aufs Weiterlesen, sich vertiefter auseinandersetzen mit der Herausforderung von Transformationen in Richtung nachhaltige Entwicklung. Und dies möchte ich tun, einmal mit einem Gesamtüberblick über diejenigen, die in den letzten Jahren besonders viel in dem Feld publiziert haben. Dies ist hier eine Übersicht aus der Studie, die Markert und All im Jahr 2011 gemacht haben, in der die wichtigsten Autoren die Diskussion über das Transition und Transition Management wiedergegeben sind, der Zahl ihrer Publikationen und der Zitationen. Das gibt eben an, wie oft die Arbeiten zitiert wurden und wer Arbeiten produziert hat, die besonders stark wahrgenommen sind. Ich zeige Ihnen hier diese Tabelle, einfach, dass Sie eine Reihe an Schlüsselautoren kennen. Und wenn Sie auf Ihrem Weg durch die Welt der Transition Literatur sind, dieses auch einordnen können. Die Quelle von Markert et al. Ist am Ende dieser Episode auch angegeben, sodass Sie da dann detaillierteres nachlesen können. Dies aber nur eine Übersicht. Und jetzt möchte ich einsteigen in sehr unterschiedliche Bücher zum Feld Transition und Transition Management, der Herausforderung von Transformation zu einer nachhaltigen Entwicklung, die Ihnen vertiefte Einblicke geben. Und möchte jedes dieser Bücher kurz kommentieren, um Lust zum Weiterlesen zu machen. Starten möchte ich mit einem Gutachten, das im Sommer des Jahres 2011 erschienen ist, und zwar vom Wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderung. Dies ist ein Beirat, den die Bundesregierung eingesetzt hat, um sich beraten zu lassen im Hinblick auf die globalen Umwelt-, Klima- und Ressourcenherausforderungen. Und der in regelmäßigen Abständen sogenannte Hauptgutachten erstellt, in denen er sich mit Schlüsselfragen auseinandersetzt und Empfehlungen erarbeitet für die Bundesregierung. Sie sehen hier auf der Folie die Zusammensetzung dieses Beirates, in dem renommierte Wissenschaftler wie Hans-Joachim Schellnhuber, der Leiter des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, Dirk Messner, der Leiter des Deutschen Instituts für Entwicklungspolitik, oder Dr. Jürgen Schmidt, der Leiter des Institutes für Interenergie- und Systemforschung der Universität Kassel, eines der führenden Forschungsinstitute für regenerative Energien, vertreten ist. Und diese Forscherinnen und Forscher haben im Sommer 2011 ihr Hauptgutachten zur großen Transformation vorgelegt. Titel Welt im Wandel, Gesellschaftsvertrag für eine große Transformation, und zeigen hier sehr deutlich auf, dass nur bei dem Angehen dieser gewaltigen Transformationsherausforderung wirklich eine Chance besteht, mit den bestehenden globalen Umweltveränderungen noch umgehen zu können. Das Besondere ist, dass Sie sich hier anlehnen an die Idee eines umfassenden Gesellschaftsvertrages, der eben weit hinausgeht über einzelne technologische Innovationen, sondern deutlich macht, hier braucht es starkes Umsteuern in Gesellschaft, in Politik, einem intensiven Zusammenspiel dieser Faktoren für die globale Transformation. Und Sie spielen dies im Gutachten für den Energiesektor auf einer internationalen Ebene sehr intensiv durch. Ich empfehle Ihnen dieses Buch, weil es ein Einstieg ist in ganz konkrete Transformationspolitik, in eine sehr stark aus der Nachhaltigkeitsdebatte heraus motivierte Form, sich mit Transitions auseinanderzusetzen, und einen äußerst reichhaltigen und wissenschaftlich hochfundierten Fundus an Zugängen zu dieser Transformation zu finden. Das Gutachten ist deswegen aus der Perspektive der Wissenschaft sehr interessant, weil es in seinem hinteren Teil auch sehr deutlich macht, welche Form von Forschung eigentlich notwendig ist, um eine Transformation zu gestalten. Und wir sind darauf eingegangen, dass diese Form der Transition-Forschung durchaus auch eine Herausforderung an die Weiterentwicklung des Forschungssystems darstellt. Und auch diese Themen sind in diesem Hauptgutachten in eindrucksvoller Form behandelt. Insofern in jeder Form lesenswert und kostenlos auf den Seiten des Wissenschaftlichen Beirats für globale Umweltveränderung herunterladbar. Viel Spaß bei der Lektüre. Ein zweites Buch,
Transitions to Sustainable Development herausgegeben von den Schlüsselautoren der niederländischen Transition-Debatte, John Grin, Jan Rotmans und Johan Scott, die in diesem Buch, das im Jahr 2010 erschienen ist, all die Erfahrungen aus über 10 Jahren Transition-Forschung in dem Buch zusammenfassen und in hervorragender Weise die konzeptionellen Grundlagen des Transition-Managements aufarbeiten und die Bezüge zu den verschiedenen Transition-Feldern darlegen. Dies ist faktisch das zentrale Kompendium der niederländischen Transition-Forschung und bildet in hervorragender Weise den wissenschaftlichen State of the Art ab. Das heißt, wenn Sie sich vertiefen wollen in die entwickelten Konzepte, in deren theoretische Grundlage, finden Sie hier einen unendlich reichen Fundus an Bezügen. Der kompakteste Zugang zu Transition Management und Transition Theory in ihrer Entwicklung innerhalb der letzten 10 Jahre. Im Jahr 2007 hat Dirk Lohrbach, einer der Schlüsselautoren des niederländischen Transition-Ansatzes, sein Buch Transition Management herausgegeben mit dem Untertitel New Mode of Governance for Sustainable Development. Deutlich machen, dass es hier um ein neues Steuerungsmuster geht, um komplexe Systemtransformationen zu gestalten. Dies ist eines der ersten Bücher nach langer Zeit der Transition-Forschung in den Niederlanden gewesen, das versucht hat, die unterschiedlichen Bezüge des Transition-Ansatzes in einer sehr kompakten, theoretisch durchaus anspruchsvollen Form, aber in einer Art aufzubereiten, dass sie für diejenigen, die an konkreten Transformationsprozessen beteiligt sind, Handlungsorientierung gibt. Viele auch der Schlüsselkonzepte sind in dem Buch in sehr übersichtlicher und anschaulicher Form illustriert, sodass Sie über dieses Buch Transition Management wirklich einen sehr, sehr guten Zugang bekommen in die Grundidee des Transition Managements, seinen Möglichkeiten, aber auch seinen Reichweiten und insbesondere sensibilisiert werden für den aufgeklärten Gestaltungsbegriff, den jedes Transition Management braucht. Das Ganze ist garniert mit vielen illustrativen Beispielen. Ein weiteres Buch, das sagen wir, aus dem Umfeld derjenigen kommt, die sich mit der Gestaltung komplexer Übergänge im Feld der nachhaltigen Entwicklung auseinandersetzen, ist der Band Reflexive Governance for Sustainable Development, herausgegeben von Jan-Peter Voss mit Co-Autoren. Diese Autoren nähern sich der Steuerungsfrage komplexer Übergänge aus der Governance-Theorie. Und Governance ist eben die Theorie der Steuerungs- und Gestaltungsmuster im Hinblick auf Systemübergänge, hat eine sehr stark politikwissenschaftliche Inspiration. Und ich empfehle Ihnen dieses Buch, weil es eben zeigt, dass jenseits des Transition-Ansatzes aus den Niederlanden auch in benachbarten Theoriegebieten eine intensive Auseinandersetzung genau mit solchen Gestaltungs- und Steuerungsfragen auseinandersetzt und es Überschneidungsbereiche zwischen beiden Communities gibt. Sie sehen bei den Mitherausgebern Personen wie René Kemp, die auch stark verankert sind in der Transition Community und hierüber verschiedene Theorie- und Diskussionsstränge miteinander verbunden werden. Der Band gibt einen sehr guten Einblick in viele Gestaltungs- und Steuerungsmodelle, ist theoretisch auch sehr differenziert und soll Ihnen die Chance eröffnen, jenseits des klassischen Transition-Ansatzes eben zu erkennen, wie sich Theorie und konzeptionelle Bezüge aus anderen Zugängen fruchtbar machen lassen für die Fragestellungen, die uns in der Vorlesung zum Transition-Management beschäftigen. Der nächste Band, ein Buch im Jahr 2011 erschienen von Roland Scholz, Professor für Umweltsozialwissenschaften an der ETH Zürich und in seinem, also schon nennen, Compendium Environmental Literacy in Science and Society, From Knowledge to Decision,
fasst er die Ergebnisse von 20 Jahren transdisziplinärer Forschung zusammen. Und es wurde in der Vorlesung schon deutlich, dass die Auseinandersetzung mit der Gestaltung von Transformations- und Transition-Prozessen sehr viel zu tun hat mit auch einem neuen Modus von Wissenschaft, nämlich dem Aufgreifen sehr konkreter Gestaltungs- und Veränderungsherausforderung und der Integration von Wissensbeständen aus verschiedenen Disziplinen und den Wissensbeständen realer Akteure. An der ETH Zürich sind seit 20 Jahren mit Studierenden und Wissenschaftlern genau solche Transformation, solche Transition-Projekte und Fallstudien in Perfektion entwickelt worden. Hier haben die Forscherinnen und Forscher sehr konkret Transformationen auf der Ebene von Städten und Stadtteilen, einzelnen Gemeinden, aber auch Branchentransformationen mit ihren Forschungsansätzen gestaltet, deutlich gemacht, wie verschiedene Formen wissenschaftlicher Analyse mit dem konkreten Praktikerwissen vor Ort so verknüpft werden können, dass das, was in der transdisziplinären Forschung robustes Wissen heißt, entsteht. Nämlich robustes Wissen, das aus klassisch wissenschaftlicher Sicht fundiert ist und gleichzeitig handlungsleitend wird, entscheidungsleitend für die relevanten Akteure. Dieses kommt im Untertitel dieses Buches zum Ausdruck, From Knowledge to Decision, also die Frage, wie generiere ich integriertes Wissen aus den verschiedenen Disziplinen, um Entscheidungen und damit auch Handlungen zu unterstützen. Dieses Buch ist eine der führenden Zusammenfassungen der konzeptionellen Grundlagen einer solch verstandenen transdisziplinären Forschung und stellt, illustriert durch sehr, sehr viele Fallbeispiele, den Methoden- und Instrumentenkasten zusammen, der für diese Form transdisziplinärer Forschung notwendig ist. Für alle diejenigen, die sich für diese neue Form von Forschungsmodus und seinen konzeptionellen und methodischen Stand interessieren, ein absolut empfehlenswertes Buch, weil es vermutlich kaum eine bessere und integriertere Zusammenfassung gibt. Schließlich ein Band, der sich die Transformation in einem ganz konkreten Sektor anschaut. Smart Energy, im Jahr 2011 erschienen, herausgegeben von einem Autorentrio aus sehr unterschiedlichen Sektoren. Neben uns als Wuppertal-Institut war daran beteiligt Hans-Gerd Servatius, ein erfahrener strategischer Berater, der genau solche Transformationsprozesse in den letzten 25 Jahren in der Industrie, in Energieindustrie an vielen Bereichen gestaltet hat. Und Dirk Rolfing, ein Zukunftsforscher, der sich mit Megatrends in unterschiedlichen Sektoren in der Gesellschaft mit besonderer Relevanz für die Energieindustrie auseinandersetzt. Also insofern hier schon ganz bewusst der Ansatz, Wissensbestände aus sehr unterschiedlichen Kontexten zusammenzutragen, um den aktuellen Wandel des Energiesystems besser zu verstehen. Und in diesem Sammelband neben konzeptionellen Rahmungen, unter anderem auch gestützt auf die Transition-Theorie, eine große Zahl an Praxisbeispielen handfester technologischer Geschäftsmodellinnovationen vorgestellt werden, wie sich der Energiesektor in Transformation befindet und dieses enge Zusammenspiel der unterschiedlichen Akteure deutlich macht, umrahmt durch die konzeptionellen Elemente des Transition-Ansatzes. Für jeden, der so einen etwas tieferen Einblick in ein konkretes Transformationsfeld und jeden Energiewandel bekommen möchte, ein sehr guter Einstieg. Ein weiteres Buch, das eine Vorstellung davon gibt, wie konkrete Wandlungsprozesse aussehen können, ist das Buch Models of Change von Cora Christoph, die viele Jahre am Wuppertal-Institut gearbeitet und dort als Forscherin solche Transformationsprozesse begleitet hat. In diesem Buch werden sehr unterschiedliche theoretische Ansätze zum Verständnis von Veränderungs- und Transformationsprozesse auf sehr verschiedenen Systemebenen, Veränderungen in einzelnen Organisationen, Veränderungen in Branchen, im politischen System analysiert, in einer hochinnovativen Methode. Cora Christoph hat neben der theoretischen
Aufarbeitung unterschiedlicher Ansätze Interviews geführt mit Führungspersönlichkeiten in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, die Transformationsprozesse in den letzten Jahrzehnten aktiv und zentral gestaltet haben und sie über Schlüsselfaktoren für erfolgreiche Transformationen befragt. Auf dieser Grundlage ist das Buch entstanden und daher in sich selber ein transdisziplinäres Produkt aus Theoriewissen auf der einen Seite und dem impliziten Wissen von erfolgreichen Gestaltern des Wandels. Insofern ein hochinteressanter und innovativer Zugang, um sich mit dem Phänomen der Transformation auseinanderzusetzen. Neben diesen Büchern möchte ich Ihnen zum Schluss einige wissenschaftliche Zeitschriften empfehlen, die in besonderer Weise sich mit Fragen in den dort veröffentlichten Aufsätzen mit Fragen der Transition, der systemischen Veränderung auseinandersetzen, sodass, wenn Sie über die gerade empfohlenen Bücher hinaus die aktuelle wissenschaftliche Diskussion zum Themenfeld verfolgen wollen, immer gut beraten sind, gelegentlich in aktuelle Ausgaben dieser Zeitschriften zu schauen. Dazu gehört einmal das im Jahr 2010 neu erschienene Journal Environmental Innovation and Societal Transitions, das von Schlüsselakteuren der Transition-Debatte initiiert wurde und sich als zentrales Forum zur Weiterentwicklung dieser Diskussion versteht. Die Zeitschrift Energy Policy ist ein wichtiges Organ für alle Fragen der Veränderungen im Energiesystem aus einer stärker politischen Perspektive und der Frage, über welche politischen Steuerungsansätze die Energiewende weiter vorangetrieben werden kann. Technological Forecasting and Social Change ist eines der Journals, das diese Kombination aus technologischer Veränderung, sozialer Veränderung verknüpft und damit ein wichtiges Momentum der Transition-Debatte aufgreift. Ähnliches gilt für die Zeitschrift Technology Analysis and Strategic Management, dass sich diese Veränderungsprozesse aus der Perspektive des strategischen Managements anschaut. Ein Pendant zur Energy Policy, die stärker politikorientiert ist, hier ein Beispielsjournal, das aus einer strategischen Management-Sicht und damit Unternehmens- und Branchenperspektive Veränderungsaspekte betrachtet. Und für diejenigen, die sich über die Veränderungen im Wissenschaftssystem vertieft informieren wollen, ist Research Policy ein wichtiges Journal, weil dort auch Fragen und Herausforderungen wie die der Veränderung zu transdisziplinärer Wissenschaft immer wieder aufgegriffen werden. Dies ein kleiner Einblick in Literatur zum Transition und Transition Management. Und es würde mich freuen, wenn Sie die Chance nutzen, sich hier weiter für die Gestaltung von Übergängen motivieren zu lassen. Herzlichen Dank.